Es ist der 1. Mai 2020. Wir sind am Stadion an der Alten Försterei und sitzen auf zwei von sehr vielen leeren Stühlen, die hier aufgebaut sind. Die leeren Stühle stehen dafür, dass viele Gastronomen aktuell darunter leiden, dass keine Menschen kommen dürfen. Wir haben uns René Kaplik eingeladen und hier gleich vor der Kamera, der uns ein bisschen was zu dieser Aktion erzählt. Letzte Woche gab es das Bild vorm Brandenburger Tor, heute gibt es vorm Stadion einer Alten Försterei. René, herzlich willkommen hier bei uns. Erzähl uns kurz ein bisschen, wofür steht diese Aktion und warum seid ihr hier heute? Also erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass wir überhaupt hier sein dürfen, weil wir sind in eurem Wohnzimmer. Ja, und da muss man einfach Danke sagen. Die Aktion ist vor 3 Wochen gestartet in Dresden von Dresdner Gastronomen, die Aktion Leere Stühle. Wir haben es letzte Woche am Brandenburger Tor gemacht. Und die Aktion steht dafür, dass wir in der Gastronomie keine Gäste haben. Wir haben die Gastronomie komplett geschlossen. Und in Deutschland steht die Gastronomie vor dem, ich sag mal, wirtschaftlichen Aus. Wenn die aktuelle Situation noch weiter so geht, dann werden wir ein Gastronomie- und Kneipensterben haben. Und gerade auch die Eckkneipen, wo die Union-Fans hingehen, die können nicht überleben. Also wenn wir nicht endlich ein Zeichen setzen, und das dürfen wir hier mit euch gemeinsam, darauf bin ich auch stolz, werden wir niemals das zurückbekommen, was wir mal hatten, nämlich eine tolle Kneipenwirtschaft, eine tolle Gastronomiekultur und vor allen Dingen ein tolles Feeling, wenn wir zum Beispiel wie bei euch nach den Spielen in die Kneipen gehen, dort noch ein Abschlussbier trinken, auf den Sieg, auf die Niederlage, auf das Unentschieden, wie auch immer. Und das wird wegsterben. Und dafür setzen wir uns ein und dafür sind wir hier. Es ist ja so, dass auch wir im Fußball derzeit darum kämpfen, unserem Zweck nachgehen zu können, nämlich wieder Fußball spielen zu dürfen. Wir haben uns gefreut, über eure Anfrage hierher kommen zu können. Dann auch zu zeigen, ja, es geht anderen Branchen auch so. Wir haben die Möglichkeit, dann auch mitzuhelfen, euch ein bisschen zu unterstützen und solidarisch zu zeigen. Was ist euer Wunsch in Richtung Politik, in Richtung Öffentlichkeit? Wie kann man euch helfen? Also wir brauchen in der Öffentlichkeit natürlich die Unterstützung. Wir brauchen noch mehr Gastronomen, die sich auch nächste Woche daran beteiligen, weil wir haben über 10.000 Gastronomiebetriebe in Berlin und dafür finde ich die Beteiligung noch zu gering. Wir brauchen von der Politik wirklich aussagekräftige Rettungsschirme und die Soforthilfen, die sofort gezahlt werden. Das darf nicht so lange dauern. Wir müssen natürlich Regeln beachten, diese unbürokratische Hilfe. Da gab es auch einige schwarze Schafe, das muss man ganz klar sagen, die haben das ausgenutzt. Aber generell müssen wir der Gastronomie helfen und die Politik muss ein Zeichen setzen und vor allen Dingen eine Exit-Strategie. Wir müssen wissen, wann dürfen wir die Stadien wieder füllen, wann dürfen die Fans wieder kommen und wann dürfen wir die Gastronomie wieder eröffnen, weil ohne unsere Gäste, ohne unsere Fans, ohne unsere Restaurantbesucher werden wir untergehen. Dann drücken wir euch die Daumen, uns allen die Daumen, dass wir Wege und Lösungen finden, Konzepte. Auch ihr werdet euch Gedanken machen, der Politik zur Seite stehen mit Vorschlägen, wie es gehen kann. Toi, 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 danke fürs Hiersein. Ich sag danke und vor allen Dingen danke an Union.